Was ich sehr spannend finde, ist die Herausforderung, jetzt die ganze Praxis aufzubauen. Das fängt an mit den Böden aussuchen, wie man die Wände streichen. Gleichzeitig geht es auch darum, wie der Alltag gestaltet wird, wie Praxisabläufe werden gestaltet werden. Und dort so einen Einfluss dürfen zu haben, ist wahnsinnig spannend aus der Sicht der MPA vor allem gerade, da ich früher auch eine MPA das geschaffen habe, ein gutes Team auf die Beine stellen kann, das einem da auch unterstützen, einem mit integrieren und so einem kann weiterhelfen und einem weiterbringt, sich selber und auch fürs Team. Ich probiere das so ein bisschen zusammenzustellen aus meiner Erfahrung, auch den verschiedenen Praxen, die ich geschafft habe, dass man da ja, gute Zusammenstellung bekommt, vor allem was gerade die Arbeitsabläufe angeht, weil man sieht in den anderen Praxen immer, was besser könnte sein, was man könnte verbessern könnte. Und so habe ich jetzt mal die Gelegenheit, um das von Anfang an probieren umzusetzen. Also wir werden sicher regelmässige Teamsitzungen haben, Besprechungen, Austausch untereinander, was sehr, sehr wichtig ist. Auch der Austausch mit den Ärzten untereinander, um sich wirklich fördern und weiterentwickeln. Das heisst, da fangen wir an, wie mit Praxis zeigen, das Programm einführen, den Praxisalltag, sprich Vorgänge, die wir haben, kontrollieren und schauen, ob das geht. Das geht dann weiter mit den Abrechnungen und so weiter. Nein, am Anfang sicher nicht. Mein Traum war, als ich als MPA abgeschlossen habe, ich möchte gerne in einer kleinen Praxis sein, ich möchte gerne 1-2 Lehrtöchter haben und einfach die Hauptverantwortung haben und, wie man so schön sagt, mit dem Arzt verheiratet mehr wie seine eigene Frau. Das habe ich dann auch gemacht, ich habe das 4 Jahre lang gemacht und habe einfach gemerkt, das gefällt mir nach wie vor, aber die Herausforderung war einfach nicht mehr so da. Es ist wirklich ein Alltag geworden und gerade in dem Medics-Alltag merkt man, kein Tag ist wie der andere. Wir haben die Herausforderung angenommen und wir probiert einfach die ganze Struktur und Organisation reinzubringen und dann kommt man sicher auch weiter. Ja, es ist halt, wie kann man so ein Team zusammenhalten? Was kann man für ein Team machen, dass es gut miteinander funktioniert? Das sind wirklich Gedanken, die ich mir dafür mache.